Denke die Staatsstärke von Delos, um Podakes Wachen zu sprechen. Das werde ich nicht tun, weil das brauchen wir nicht. Ich muss mich verstecken. So. Krass, wir haben da das geklaut und waren da am Strand und haben Picknick gemacht. Und Strandparty und so. Oh, Sarah, weißt du noch die Strandparty, die Pizzaparty in Bibirone am Strand immer? Oh, miam, 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 miam. Jetzt habe ich Bock auf Pizza. Ja, die Pizza-Party war immer richtig, richtig nice. So am Abend. Am Strand. Wenn es voll angenehm kühl war. Ganz früher war es, finde ich, am coolsten. Weil da waren ja total wenige am Strand. Und es wurde ja auch immer mehr. Aber das war schon echt cool. So, da ist der dicke Dude. Der dicke Dude. Der dicke Karl. Entschuldigung. Ist da drüben jemand? Nein. Hier ist niemand? Ach, stell dir vor, du siehst halt da so ein Kopf oder so, hä, ist da jemand? Und dann ist halt alles still, siehst nichts mehr, dann gehst du halt weiter und hinter dir, hu, hey, hu, hä, hu, und, und gehst einfach weiter. Ach, lustig. So, kann ich den attentatieren von oben? Natürlich nicht. Gut, also ich mach. Also ich mach sowas von, ja, keine Ahnung, gerade mal 2% Schaden, wenn ich Attentat mache. Das heißt, mein Lieber, ihr alle werdet sterben. Tut mir leid. Ich wollte eigentlich das ruhig machen und so, dass die einfach hier weiter sind und plötzlich ist halt der Hauptmann weg. Kann ja mal passieren, der muss ja auch vielleicht mal auf Klo. Und niemand hätte es gewusst. Gute Nacht. Es war mir ein Vergnügen, auf dich zu springen. Ich bin mal gespannt, also der wird es wahrscheinlich auch nicht checken, aber wenn ich alle Soldaten wegmache und er ist alleine dann. Ich bin so lustig, dass die das nicht checken. Oh Mann. Aber irgendein irgendein Spiel, was jetzt in Mache ist, die wollen das jetzt so programmieren, dass die Soldaten auch drauf reagieren, wenn plötzlich niemand da ist. Also wenn ein Wachposten dann nicht da ist. Bin mal gespannt, also das wird dann richtig schwer. Ich glaube, bei Sniper Elite, wenn man das auf realistisch stellt, ist das dann auch so, soweit ich mich erinnern kann. Ah.
Kritisch. Sehr schön. Tja, wo stellen wir dich mal hin? Plim, plim, plim. Ja, irgendwie hatte ich, Linda das mal. Da kommt einer. Der geht jetzt da rein. Das ist nicht gut. Ach, komm. Und jetzt kommt der. Warte, ich. Ja. Ich bin bereit für dich. Na gut. Das ist jetzt nicht so gut gelaufen. Jetzt ist es halt nicht mehr so, ja, sie ist plötzlich weg. Oder die ganzen Soldaten sind plötzlich weg. Aber hier sind, glaube ich, keine... hier ist kein Feuer, okay. Gut, ich trinke mal was. Ich bin eine Palme. Zum Glück ist es in Spielen immer so, dass oder meistens so, dass die Blätter nicht dann so runtergedrückt werden, sondern ja, man einfach stealthy drin steht. Ist sehr praktisch. Der hat einen Dolch. Das wird dann anstrengend, den zu töten. Ja, wollt ihr mal... Mache ich währenddessen mal weiter, ne? Patsch, 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 patsch. Okay, du kommst mal mit. Der könnte uns bald sehen. Aber tut er nicht. Okay, die sind jetzt wieder ruhig. Ron, der chillt. Der spielt Autofahren. Idiot. Okay. Idiot, Autos sind noch gar nicht erfunden. Jo, dann kümmern wir uns mal um diesen. Sehr schön. Alter, ist das widerlich. Wusstet ihr, dass sowas in Amerika bei den Cowboys auch gemacht wurde? Und die haben dann die Gefangenen einfach an Kakteen dran gebunden. Voll gemein. Ah, der liegt ja noch hier. Dam, dam.
Entschuldigung. Oh, Hoplitenhelm, und zwar ein richtig guter. Du guter. Da sie den nicht gefunden haben, tue ich den auch mal her. Grüner Apfel. So. Wie komme ich zu denen runter? Auf jeden Fall nicht hier. Soll ich jetzt eigentlich. Oh, jetzt Sackgasse. Er hat Sack gesehen. Nee, du siehst mich. Dann hau ich dich. Achso, der hat mich nicht gesehen. Alter! Du frecher Dachs. Das reicht mir aber. Oh, Gift! 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 Yeah. Oh, der tut echt weh. Alter, ich bin gerade ausgewichen. Hast du das nicht gesehen? Au. Du Schlawiner. Sehr schön, und jetzt bist du tot. Aua. Au! Ausweichen, Cassandra. Ich bashe gerade voll die Leertaste und die macht einfach nichts. Sehr schön. Das war für meine Familie, Malaka. Sag meiner Tochter, sie hätte mich selbst töten sollen. Sie ist nicht mehr deine Tochter. Jetzt hat er den Schluss nicht mehr erfahren. Er wird sich jetzt im Totenreich denken, was hat sie gesagt? Oh. Aber ja, cool. Ich habe es beim ersten Versuch geschafft. Auch wenn ich es anders hätte haben wollen. Gut. Nein. Komm her. So. Gut. Alter, sag meiner Tochter, sie hätte mich selbst umbringen sollen. Was für ein netter Herr. Ich war ja gerade sehr verwirrt, wieso die einen bei mir Malaka. Echt? Bei dir? Achso, haha. Also manchmal bin ich ja sehr schnell vom Begriff. Und manchmal eben nicht. Vielleicht wird das Athens Macht erschüttern. Wow. 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 So, Schlangenstab. Als ich mich wieder rumschlängeln will. Schlängel. Grüß Gott. Also, dieser Move ist sowas von beleidigend, sag ich mal. Jemand hat keine Kosten gescheut. So einfach so Stiefel auf dem Nacken und Speer rausziehen, so. Ja.
eiskalt. Steppt sie durch Griechenland. Ach komm, da kommst du doch hoch. So, ja, ich wollte den eigentlich ein bisschen ärgern. Aber beziehungsweise ich wollte halt schauen, ob der das checkt, wenn halt seine ganzen Soldaten weg sind, weil hier war es ja mega voll. Haben wir schon so viele getötet? Krass. Ah ne, der ist ganz unten. Dann, ja, egal. Wo ist der denn? Ach, da ist er. Oha. Was sind das denn für Barbaren hier? So, ist die Musik eigentlich da? Ja, ist doch keiner mehr. Willst du nicht hoch? Ich will nicht hoch. Runter? Runter? Nicht? Oh Gott. Besitzneid, griechische Welt, Mykonos, geh zum größten und üppigsten Haus in Mykonos. In einem Bad, gefüllt mit roten Blütenblättern, oh, dramatisch, und mit der großartigen Blick aufs Meer findest du mich auf einen Tisch. Wieso sollte jemand auf dem Tisch sein? Ich dachte gerade so, ja, da macht jemand voll was Romantisches, so mit Blütenblätter im Bad und so. Oh, ein bisschen Grinch, aber okay. Wer es mag. Und dann so, ja, und ich bin auf dem Tisch. Ja, cool, dann gehe ich ins Bad. Wobei. Also danach riecht man, oder stinkt man, halt voll nach Rosen. Aber wenn man da aus dem Rosenbad rausgeht, da kleben doch die ganzen Rosenblätter an ein, oder? Das ist doch voll unpraktisch. Tobi hat schon wieder nicht verstanden, um was es geht. Das ist doch romantisch. Lass mich da rein. Ah. Ist nicht wirklich schlimm. Ja? Okay. Warte mal, Sarah. So. Uns fehlt noch ein. Also der Schatz da oben. Also Schatz der. Der Dings da Bumster Düdeli. Genau den. Hä? Achso. Den habe ich schon geplündert. So, sehr schön. Haus des Anführers. Abgeschlossen. 900 EP. 901 Punkt. So. Okay. Hatte mal so eine Badebombe mit Rosenblättern drin. Wenn ein paar Klingen bleiben, einfach abzupfen, kein Stress. Badebombe. So. Ja. Das Kämpfen in der Arena wird den Kultisten herauslocken. Ja, das kenne ich doch schon. Achso. Silbergreif? Nee, das haben wir noch nicht. Also, das ist der auf der anderen Insel.
Aber wieso wurde mir gerade der angezeigt? Ich bin verwirrt. Ruhe. Ja, die Nyx war ja heftig, ne? Letztes Mal. Die war richtig heftig. So. Okay. Ah, hier, genau. Jägerschaden. Fernkampfschaden mit einem Bogen. Hallo. Den mache ich dann auch weg, weil das ist sehr schön. Fehlt nur ein bisschen Attentatschaden. Aber Bogen ist schon heftig. Ja, in der Helm passt jetzt halt gar nicht mehr zu unserem Outfit. Oh, Entschuldigung. Jägerschaden, Lauftempo. Lauftempo des Bogens. Aufladetempo des Bogens. Und hier. Jägerschaden, 13 Jägerschaden, Attentatschaden, Chance auf kritischen Treffer bei voller. Ja, nee, das ist immer noch. Abisoli bisher. Aber ich werde den da mal auftunen. Warte, weißt du was, das mache ich jetzt. Weißt du was, das mache ich jetzt. Weil dann kann ich da vielleicht auch noch ein bisschen Attentatschaden draufhauen. Weil nur Bogen ist dann halt auch nicht ganz so safe. Ich gehe mal schnell zur Schmiede. Nur einfach mal so eine fette Kuh hier. Entschuldigung, ich meinte nicht dich. Zieh dich in Ruhe um. Ja, werde ich, danke. So, hier bitte verbessern für 1000. Das ist in Ordnung. Und die Schuhe für 2000 ist auch in Ordnung. Das ist vollkommen in Ordnung. Und das da bitte auch. Und jetzt bitte gravieren hier. Also Kriegerschaden, Schwertschaden, Bewegungstempo beim Ducken, Fernkampf, Widerstand, Kopfschussschaden, sexy. Durchschaden auch gut, kritischer Schaden auch sehr gut. Chance bei halbem Schaden zu ignorieren. beim halben, den halben Schaden zu ignorieren. Attentatschaden, 8. Nur 8. Nur 8 Attentatschaden. Das glaube ich, kritischer Schaden viel besser. Weil kritischer ist ja dann auch beim Bogen. Sehr schön, vielen, vielen Dank. Und dann hier was. 10% Giftschaden und Schwächungseffekt. Auch gut. Auch gut. 10% Giftschaden. Aber ja, Giftschaden ist ja. Ja, nee, ich mache Attentatschaden, weil Giftschaden ist wieder nur für den Bogen. Und das ist dann doch ein bisschen, ja. Jägerschaden, vielleicht kann ich da. 12% Giftschaden. Jägerschaden. Oh, hier kann ich das updaten auf 8% Jägerschaden. Nicht nur 6. Das ist gut. So, Giftschaden. Oh, den habe ich noch gar nicht. Also, warte mal. Habe ich die gerade an? Ja, sieht so aus. Warum habe ich die gerade an? Wegen der Rüstung, oder? Kriegerschaden. Aber Kriegerschaden ist ja so, Gift. Effektivität. Okay, schauen wir mal. Attentatschaden ist natürlich nice. Warte, ich mach mal jetzt das Fenster zu, weil jetzt glocken die Leute.
So, der da. Also. Minus Abklingzeit. Für die Fähigkeit Heldenschlag bei erfolgreichen Parieren. Das ist natürlich auch nice. Oder eben Attentatschaden. Fünfzehn kritischer Schaden. Komm, kritisch. Also kritisch ist halt sehr nice, wenn man kritisch trifft. Weil hier 25% der Chance auf kritischen Treffer bei Fähigkeit Heldenschlag ist halt dann richtig nice. Momentan haben wir. Lass mich mal kurz rechnen. 15, 30, 45, 45%. Das Leben. Bis bald. Oh, nett, danke. 45%iger Schaden bei kritischen Treffer. Ja. Das ist mal gut. So, was können wir hier noch machen? Also hier ist der Weg Talitas. Wieso können also okay, gehen wir mal dahin. Aber wieso können wir die Quest immer noch machen? Weil an sich ist die ja jetzt, also die Quest ist ja jetzt eigentlich schon weg. Oder etwa nicht. Ist die Quest von Talitas eine andere als die von der Kyra? Ich dachte, die wollten beide dasselbe. Beziehungsweise der Kyra wollte ja anscheinend eine Beziehung und Talitas war anscheinend nicht der Meinung. So. Machen wir mal kurz eine Synchro. Ach, ist immer schön. So. Da oben ist, glaube ich, auch noch ein Vogelplatz. Ja, aber Talitha hat auch noch eine Mission. Ah ja, okay. Alles klar. Ouch, das hat sicher wehgetan, aber Cassandra hat alles im Griff. Das wird ein toller Aussichtspunkt. Entschuldigung. Das wird nice. Das wird nice. Die Artemis des wilden Landes. Die Herrin der Tiere. Bei Hades war die ja richtig cool. Die sah so richtig aus wie eine Jägerin. Also nicht so wie die. Aber wenigstens ist die bekleidet mal. Ach, wie cool. Alter. Wie nice. Sehr schön. Aber ich check nicht, warum die auf der ganzen Insel, nur, also die Aussichtspunkte so nah zusammen machen und hier oben nicht. Ist doch mecker, bobo. Hui. Latsch.
schön ins Dorn gestrüppt. So,